oh ja, oh ja. Heute gibt's die Schlagerfolge. Korno ist heute Schlagersänger. Nee, Korno als Schlagersänger. Perfekt Guru. Heute das fröhliche Schlagerpotpourri. Das Beste aus den 60er, 70ern, nicht den 80ern. Nee, da war Schlager. Obwohl, egal. Gut, Schlager hin, Schlager her. Heute machen wir wieder einen Anlauf. Der dritte Versuch, um die Folge Qigong und Bro Science auf den Tisch zu bringen. Wenn du es mitgekriegt hast, wenn du sozusagen, ich will nicht sagen Fan bist, aber hier die Podcasts mitverfolgst, dann weißt du, ich versuche händeringend seit zwei Folgen nunmehr die Folge Qigong und Bro Science auf den Tisch zu bringen, was auch immer das bedeutet. Wir werden es vielleicht irgendwann rausfinden, aber die letzten beiden Folgen bin ich dann, bevor ich den roten Faden überhaupt aufnehmen konnte, warte mal, ich habe es sogar hier noch stehen, einmal Authentizität hat es dann abgelöst, fand ich dann doch wichtiger, das Thema, und dann noch Korno im Abnehmenwahn. Also einfach mal so Diäten und Abnehmen und sowas, was ja doch, wo ich auch dachte, Alter, warum hast du sowas noch nicht gemacht? Viele verbinden Gesundheit erstmal, also Laien verbinden Gesundheit mit Diät machen, also gesünder essen und Diät machen und dann vielleicht noch Sport machen oder so, und dass das Gesundheit ist. Und halt abnehmen, dieses du bist zu dick und das ist ungesund und so, deswegen war das wichtiger. Und heute ist der dritte Versuch mit Qigong und Bro Science. Meinst du, ich werde es schaffen? Ich bin mir echt nicht sicher, das war jetzt keine rhetorische Frage. Wir werden es sehen. Bist du so gespannt wie ich? Wahrscheinlich wirst du dann schon im Titel gelesen haben, dass es wieder nicht Qigong und Bro Science war. Dann weißt du jetzt schon die Antwort, die ich jetzt noch nicht weiß. Ich will mir echt Mühe geben. Wollen wir mal einfach anfangen mit Qigong und Bro Science? Nee. Erstmal einen Schluck Tee, damit ich die Chance habe, auch heute wieder zu versagen. Vielleicht fällt mir ja währenddessen noch irgendein Thema ein. Also, für dich heißt es ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich einen Schluck hervorragenden Enschel Zuilü Grüntee. Wow. 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 Ja. Wow. Bevor ich anfange damit, weine ich erstmal eine Träne aus dem Knopfloch. Denn ich kenne niemanden, wirklich. Am ehesten noch mein Vater, aber ich glaube, er ist auch nicht so extrem dabei. Ich kenne niemanden, mit dem ich meine Leidenschaft für Grüntee teilen kann. Ich habe es echt ein Hobby von mir, es ist echt eine Leidenschaft. Und ich, ein Grüntee, auch neue Grüntees zu probieren und als chinesische Grüntees, chinesische. Ich kriege immer Geschenk, kriege ich eigentlich immer japanische Grüntees, weil das sind häufig in Teeläden die besten, diese Gyokuros, die Halbschattentees, sind immer die teuersten. Wenn mir jemand eine Freude macht, dann bringt er eigentlich immer den Gyokuro mit. Und so als, das ist so der Respekt, den ich kriege, wo ich auch echt denke, ich trinke den auch gerne. Der ist, also schmeckt super geil, aber ist ein völlig anderes Getränk als chinesischer Grüntee. Einfach von der Herstellungsart und vom Geschmack her. Ja, von daher solltest du mir irgendwann mal eine große Freude machen wollen, aus was für Gründen auch immer. Chinesischer Grüntee. Es darf gerne auch wirklich guter Tee sein. Lieber wenig, lieber nur 30 Gramm Tee von Supertee als eine 500 Gramm Packung als Riesengeschenk von, naja, mehr konnte ich mir nicht leisten. Nee, lieber klein, aber fein. Und ich habe auch sogar eine Sorte, so wie Weintrinker sagen, oh, ich liebe Dornfelder oder Spätburgunder ist meins oder so oder Bordeaux. So habe ich dann meine Geschichte und zwar Pilo Chun, auch manchmal Bilo Chun oder so. Es wird unterschiedlich geschrieben von Teeladen zu Teeladen, aber ausgesprochen meistens so Pi, Lo, Chun oder Chun geschrieben. Und das ist so mit meinen, ich mag viele Tees, viele Grüntees, echt. Aber von so grundsätzlich, da machst du bei mir echt eigentlich immer Volltreffer. Ein guter Pi, Lo, Chun Tee, oh, da kriege ich Augen, wirklich, da kriege ich echt Augen. In dem Sinne, ich habe es versucht, wieder von Qigong und Bro Science wegzukommen, aber nach dieser gelungenen
Bitte schreib mir jetzt in die Kommentare, wenn du Tee-Fan bist, Grüntee, dass ich nicht alleine bin. Und sag nicht, ich trinke auch ganz gerne mal Grüntee, aber mir ist egal, lieber aromatisierten, nein, nicht aromatisierten Grüntee, da bist du nicht in meinem Team. Nicht mit aromatisierten Grüntee. Trink ihn für dich, genieß ihn für dich. Aber nee, ich bin hiermit auf der Suche, das hier mein schwarzes Brett, ja? Ich bin auf der Suche nach verschiedenen Leuten. Ein ist zum Beispiel Grüntee-Fanatiker. Also ich habe ja meine Interessen, die ich habe, kann ich ja mit sehr wenigen Menschen teilen. Mein Interesse für elektronische Musikproduktion, da bin ich einfach in der falschen Stadt. Ich weiß, da muss ich in Berlin leben für Techno und elektronische Musikproduktion. Da kann ich in jedes Café gehen und mich mit jedem Dritten darüber unterhalten. Hier in Osnabrück bin ich echt komplett Alien. Da wirst du, wenn du Glück hast, freundlich belächelt, wenn du Glück hast, dass du ein Musikstudio hast mit Synthesizern und so. Und Grüntee, genau das Gleiche. Ich kenne keinen Grüntee-Fan. Und mit Fan meine ich wirklich, dem das Thema wirklich wichtig ist oder der auch mal guckt, wie bereite ich den zu oder sowas. Tja, Grüntee. Wir beide, wir zwei. Ich liebe dich. Du liebst mich. Ich weiß es, sonst würdest du nicht so gut schmecken. Ah, wir beide. Ein Paar für immer. Auf diesen schönen Moment möchte ich anstoßen mit dir. Allerdings, du hast ja nichts zu trinken, du bist ja arm. Also im Sinne von, für dich gibt's einen Atemzug in Achtsamkeit. Also teearm bist du. Außer du hast jetzt einen Tee. Das wäre jetzt gemein, weil dann kannst du ja mit mir zusammen einen Schluck trinken. Ah, verdammt. So, weiter. Wo waren wir? Bei Tee? Nein, wir waren bei Qigong und Bro Science. Oh, 7 Minuten sind vergangen vom Podcast und ich fürchte, ich komme nicht mehr drum rum. Diesen Running Gag hätte ich ja fast gern noch längere Zeit beibehalten. Wann willst du Qigong und Bro Science kommen? Gut, es ist der dritte Podcast. Jetzt ist es soweit. Qigong und Bro Science. 3, 2, 1, Start. Bro Science, was ist denn das? Bro Science, wollte ich in der letzten Folge schon erklärt haben, bin ich nicht zugekommen. Soll ich nochmal über die letzte Folge sprechen? Nee, mache ich nicht. Bro Science. Ich versuche jetzt den roten Faden zu halten. Begleite mich, drück mir die Daumen. Die nächste Minute wird ganz, ganz schwer für mich. Bro Science ist ein Begriff, der auf zumindest YouTube sehr häufig mir begegnet. Und das kann man auch mit dem Fachbegriff urbaner Mythos bezeichnen oder Legende. Etwas, von dem man sagt, es sei gut oder sinnvoll oder man sollte so und so, aber es ist nicht wissenschaftlich belegt. Das heißt, durch Mundpropaganda haben sich da gewisse Dinge, Regeln, Tipps und Tricks für irgendwas durchgesetzt. Keiner weiß genau, woher die gekommen sind, aber sie sind wissenschaftlich nicht belegt und häufig falsch. Nicht immer, aber solange sie nicht wissenschaftlich von der westlichen Wissenschaft belegt sind, gelten sie als Bro-Science. Bro von Brother, also Kumpel, so, das ist so Kumpelwissenschaft. Dass man sagt, du, ich habe jetzt mal Qigong gemacht und ich habe jetzt bei der Stehübung die Arme nicht vorm Körper gehalten, sondern hinterm Rücken die ganze Zeit. Und boah, bringt noch viel mehr Energie. Wenn sich das rumspricht, kriege ich auf einmal in meinen Seminaren lauter Leute, die die Arme hinter den Rücken halten bei der Stehübung. Und ich denke, hallo, geht's noch bei euch? Und die sagen, ja, nee, das haben wir gehört, das sei besser. Und dann sage ich, ja, wo denn? Ja, hat mir ein Kumpel erzählt. Ja, das ist Bro Science, wo man dann schnell versucht, es mit den Augen zu rollen, zu sagen, was für ein Schwachsinn. Aber wie oft musste ich mir schon die rollenden Augen angucken, wenn es um Qigong ging und die Leute gesagt haben, was für ein Schwachsinn. Ja, wenn du meinst, du brauchst das und du glaubst an so ein Märchen, dann gönn dir, oh Gott, aber also ernst nehmen als Mensch kann ich dich jetzt nicht mehr. Und deine, egal, was du sagst zu welchem Thema, das ist jetzt schon mal nichts mehr wert. Das ist schon mal klar. Aber ich kann dich trotzdem noch nett von oben herab behandeln. So, dass diese Erfahrung, da bin ich ja über den letzten 23, 24 Jahren schwerst traumatisiert. 25 Jahre werden es jetzt dieses Jahr. Wow, dieses Jahr im November habe ich 25-jähriges Qigong-Jubiläum. Ist es schon soweit? Oh, Silberhochzeit. Alt geworden, der junge Mann. Naja, gut, alt oder nicht. Bro Science, genau. Und bei Qigong betreiben wir nämlich so ein bisschen professionelle Bro Science. Das heißt, Bro Science wäre, wenn wir Yin und Yang mal wieder als Prinzip heranziehen, als Modell, um uns Dinge zu vergegenwärtigen.
Wäre Bro Science auf dem einen Ende der Skala und die Studien der westlichen Wissenschaft und am besten natürlich der europäischen, deutschen Wissenschaft sehr streng, damit das möglichst sehr aussagekräftig ist. Da gibt es, das ist eine Wissenschaft für sich, wie man eine Studie aufbaut, wie man eine Studie führt. Das ist nicht einfach eine Umfrage unter 20 Leuten und irgendein Zettel, sondern wie man die Fragen stellt, wie vielen Leuten man die, in welcher Situation und mit Blindstudie und Doppelstudie und so. Ich bin da auch kein großer Experte. Ich habe mal an ein paar Studien teilgenommen selber, also als Qigong-Lehrer. Fachbereich Psychologie. Eine Studie war über Cortisol, also Stressabbau, ist das messbar, und eine über Bluthochdruck. Und von daher habe ich am Rande, ganz am Rande das mitgekriegt, aber ich dachte schon, oh, so verkopft und so, nee, das ist nichts für mich. Diese richtigen, echten Studien, die dann so wasserdicht sind, wo man wirklich nachweisen kann oder mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nachweisen kann. Ich meine, da geht auch nichts über Metastudien dann wieder. Das ist dann auf die Spitze getrieben, dass man viele Studien zu einer Frage, zu einem Thema zusammenfasst und dann einen noch besseren Überblick bekommt. Also die Metastudien sind da immer Gold wert. Und wenn man so wirklich Sicherheit haben will, ob was gut ist oder nicht. Aber Studien hin oder her, das wäre so das andere Ende der Skala. Und jetzt ist die Frage mit Qigong. Ist Qigong Bro Science? Weil, ja, ich habe zwar davon gesprochen, es gibt Studien zum Thema Qigong, aber nicht alles ist messbar. Das heißt, den Bereich von Entspannung, Stressabbau, Bluthochdruck, so gewisse Parameter, die messbar sind, da können wir sagen, macht da Qigong-Übung vor und nach der Übung was und auch langzeitmäßig nach Wochen oder Monaten oder Jahren wirkt sich das auf die Gesundheit aus und auf Körperfunktionen, die messbar sind und ist. Wo ich schon mal sage, oh, ganz schwer, das ist eh ein Problem von Studien, weil solche Geschichten wie Gesundheit ja multifaktorell bestimmt werden. Und wenn wir uns da einen Faktor rausnehmen, dann wissen wir nicht, was der an anderen Dingen gemacht hat. Ist zum Beispiel, wenn man sagt, wir testen mal, ob Qigong gut für die Gesundheit ist und fürs Sozialleben, wie sich Qigong auf Sozialleben auswirkt. Bestes Beispiel wäre dann, die Studie beginnt 2019. Ja, dann fangen die Leute mit Qigong an und dann jeden Monat gibt es einen Fragebogen zu gewissen Geschichten. Ja, und dann kommt 2020 Corona. Das wird dann nicht berücksichtigt oder steht im Kleingedruckten. Studienergebnisse könnten unter Umständen anders sein, wenn nicht Corona gewesen wäre. Dann wäre das mit Sozialverhalten und allem drum und dran vielleicht doch anders gewesen. Ja? Und das ist jetzt das krasseste Beispiel, aber bei fast jeder Studie, wenn man einen Parameter sieht, Bluthochdruck oder so, es gibt viele Faktoren, die das bestimmen. Man will das dann über die Masse, über den Schwarm ausgleichen, dass man sagt, ja, bei einem kann das mal ausschlagen. Aber wenn man 20 Leute sieht, dann sieht man doch eine klarere Tendenz, je mehr Leute bei einer Studie teilnehmen. Ich denke, diese Dinge weißt du alle, deswegen will ich dich jetzt nicht wie ein Kindergartenkind behandeln, um dir zu erklären, was Studien sind. Nur für uns ist dann wieder wichtig, wo steigen wir denn ein mit Qigong? Weil wir wollen ja auch herausfinden, was ist für mich wirklich sinnvoll und nützlich an Übungen, an Aktivität, an Hilfsmitteln, an Technik und Methoden, um gesünder zu werden, um meine Lebensqualität zu steigern oder um auch spirituell zu wachsen. Was funktioniert da wirklich und funktioniert Qigong wirklich? Und das Problem beim Qigong ist, auch wenn wir das oft in Gruppen machen, es ist letztendlich doch eine hochindividuelle Angelegenheit und Erfahrung, die du machst mit deiner Wahrnehmung. Und viele Aspekte, das ist der nächste Nachteil, deswegen sprechen ja so viele von vornherein, ich glaube an so einen Scheiß nicht, komm mir nicht mit sowas wie Xing Shang Shong, mach das selber. Nee, musst du da schon wieder hin, jetzt hast du das jetzt nicht genug gemacht, wie früher Yoga, jetzt muss es Qigong sein. Solche Geschichten, ich kann diese Sprüche nicht, diese von oben herab Sprüche, echt, du merkst es jetzt, ich versuche es noch mit Humor zu nehmen, aber immer die stigmatisiert werden als du bist dumm und ich bin nicht so dumm wie du, aber ich versuche höflich zu sein, aber lass es dich durch die Brille der Freundlichkeit wissen oder durch die Blume der Freundlichkeit wissen, dass ich dich überhaupt nicht respektiere als Mensch, weil du Qigong machst. Und das heißt, du musst ein ziemlich dummer Mensch sein, der sich alles sagen lässt.
Ja, diese Geschichte, da merke ich, da kämpfe ich auch persönlich noch mit. Das hat mich auch, denke ich, auch ziemlich weggebracht von viel Sozialleben und Gemeinschaftlichem und so, dass ich dann meine Rettung in der Blase gesucht habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich versuche zwar vom roten Faden abzulenken, aber da ich Bro Science dreimal jetzt oder zum dritten Mal beim dritten Anlauf heute bin, ich versuche da wirklich was heute zu reißen. Pass auf, wir werden sehen, ob ich schaffe. Ich habe schon die Hälfte der Zeit vergaukelt. Hier, also Bro Science, das wäre dann, das, ja, wie gesagt, wir haben diese Skala jetzt und ist Qigong genau in der Mitte oder was? Weil es gibt ja auch schon ein paar Studien dazu, aber wie gesagt, Korno sagt, vieles davon ist gar nicht messbar mit unseren Messgeräten, die wir haben. Viele Aspekte, vieles, was da geschieht im Geist, ist nicht direkt messbar, sodass man im Nachhinein auch nicht sagen kann, dass es erwiesenermaßen kommt, dass genau vom Qigong diese Entwicklung in dir oder in deinem Geist oder warum du auf einmal ein anderer Mensch bist. Es könnte auch sein, dass ohne Qigong du jetzt genauso wärst. So, beweis mir das mal das Gegenteil. Und das kann man eben nicht beweisen. Und dann sagen viele Leute, nee, wenn man mit diesen messbaren Geschichten da zu keinem Ziel kommt, mit unserer Art, wie wir Dinge studieren und erforschen, auf die westliche Art, dann lasse ich sie lieber gleich bleiben. Dann ist mir das nicht geheuer. Dann nee, dann lieber was zu 100% wasserdicht ist. Sonst begebe ich mich auf dünnes Eis mit meiner Gesundheit. Ne? Wenn mir da kann mir ja jeder was erzählen, was er will. Dann geht es ja in den Bereich von Glauben und nicht Wissen. Ne? Nur was so erforscht ist mit westlichen Mitteln im Jahr, mit den Messinstrumenten, die wir im Jahr 2024 haben, wenn das belegt ist, dann kann ich, das ist dann Wissen. Das nennt sich Wissen. Und Bro Science, das ist Glauben. Das ist für die Dummen unter uns. Also dumm, intelligent, aufgeklärt, humanistisch, intelligent versus dumm, glauben, sich alles erzählen und kontrollieren und manipulieren lassen. So. Da, wo stehen wir jetzt mit Qigong? Die schlechte Nachricht zuerst. Vielleicht bleiben wir auch bei der schlechten. Bro Science. Ja. Ja, also wir müssen uns von so Typen wie mir und noch schlimmeren, mit dem Augenzwinkern, und noch besseren als mir, müssen wir uns erzählen, erstmal was erzählen lassen. So, wo wir nicht wissen, ist das richtig oder nicht. Wo ein guter, aus meiner Sicht guter Qigong-Meister anfängt, ist, dass er dir von vornherein den Freiraum lässt und nicht sagt, das ist die Wahrheit, sondern damit arbeiten wir seit Jahrtausenden. Probier es für dich aus, ob es auch für dich funktioniert. Ich würde auf dich wetten, dass es bei dir auch funktioniert, aber du kannst auch dagegen wetten. Mach, probier aus. Also das Forschen, das heißt, das Forschen, ohne vorher mit zu viel Placebo zu glauben, dass das sowieso gut ist, sondern dass diese Übung, die ja fast immer aus Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft bestehen, klassisch das Qigong-Triumvirat, ja, diese drei, die sind eigentlich immer mehr oder weniger zu finden bei Qigong-Übungen, dass durch diese gesunde Mischung eine Wirkung, ein Effekt entsteht. Und den musst du erforschen. Der ist nicht bei jedem Menschen gleich. Und das ist völlig klar, ja. Aber diese Forschung ist aus meiner Sicht, es ist abhängig von dem Qigong-Lehrer, wie er dir es verkauft. Und da müssen wir erstmal uns bewusst machen, es gibt viele Qigong-Lehrer, die das als Glaubenssystem verkaufen. Und daher, was ich nicht schön finde, aber es ist echt, es muss auf den Tisch, viele Qigong-Systeme und Lehrer und Schulen sagen, das ist Yin und Yang, das ist Energie, das ist die Wahrheit. So und so musst du leben mit diesen Regeln. Das ist das richtige Leben. Kein Alkohol zum Beispiel. Wenn du Alkohol trinkst, das ist falsch. Dann, das ist nicht Qigong. Das ist ganz falsch. Und so. Und da also sehr restriktiv, sehr manipulativ. Das heißt, die greifen wirklich in dein Leben rein. Und du hast vielleicht auch das Bedürfnis, ja, ich brauche jemanden, der in mein Leben eingreift endlich und da die Stopptaste drückt und sagt, mach das nicht. Das heißt, es ist eine Art von professioneller Unmündigkeit oder von einer begrenzten Unmündigkeit, die für viele angenehm ist oder unterstützend. Dass man sagt, so ein Glaube ist ja nicht, das will ich auch mal an dieser Stelle sagen, aus meiner Sicht ist Glaube nichts Schlechtes. Glaube hat sehr viel mit Zuversicht, mit Vertrauen, mit Offenheit, bei Ungewissheit mit Offenheit zu reagieren, weil wir glauben und vertrauen.
Von daher finde ich, den Begriff Glaube ist für mich mehr als nur sich dumme Märchen zu erzählen und daran zu glauben, sondern das ist für mich mehr ein Urvertrauen und Grundvertrauen, was wir auch beim Qigong entwickeln, aber nicht, dass wir sagen, glaube an das und das und das, was da steht. In diesem Buch ist die Wahrheit, das gibt's auch im Qigong. Es gibt Qigong-Schulen und Richtungen, die haben ein Buch oder eine Schrift, eine heilige Schrift, wo dann steht, das ist die Wahrheit und buddhistisches Qigong und so weiter. Nochmal, ganz wertfrei, ich hasse sowas, aber ich liebe sowas auch, weil die Wirkung von solchen heiligen Schriften, wir wissen, das kann in Mord und Totschlag und Terrorismus enden. Das kann aber auch darin enden, dass die Menschen wirklich liebevoller zueinander sind, dass sie ein bisschen mehr darauf achten, auf sozialen Zusammenhalt, dass man nicht nur aufs eigene Wohl guckt, sondern auch sich auch als Teil einer Gemeinschaft sieht, einer Gesellschaft und auch guckt, was kann ich für die Gesellschaft tun und nicht nur, was kann der Staat und die Gesellschaft für mich tun. Ist alle ungerecht, die Welt, ne? Mir wird nicht geholfen, ich kriege nicht das, was ich will. Anstatt, dass man erstmal fragt, was tue ich denn genau für den Staat, für die Gemeinschaft. Ja, das ist so eine Geschichte. Aber wie gesagt, zwischen Glauben und Wissen, Glauben und dieser Geschichte, wir sind da irgendwo in der Mitte. Und ich kann deswegen heute jetzt, und dazu nutze ich die letzten 9 Minuten, nur vom Qigong-Club sprechen. Ich kann jetzt nicht, auch wenn ich im Folgenden sage, Qigong hier, Qigong da, ich spreche vom Qigong-Club, Meister Korno. Das ist unser Spirit und das ist eine spezielle Qigong-Richtung. Und in dieser speziellen Qigong-Richtung betreiben wir Forschung und wollen, dass dieser Glaube an Qigong entsteht aus Erfahrungen und Erlebnissen, die du machst, die dich zu diesem Nicht-Glaube, aber glaubensähnlich, zu diesem Urvertrauen und zu dieser Offenheit hinführen, weil du so viele positive Erfahrungen machst mit Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Und nicht positives Denken mit, alles ist gut, es gibt drei Götter oder sowas, sich das per Mantra einzureden. Es geht nicht um Gehirnwäsche, sondern es geht nur darum, mit klassischen Qigong-Übungen Erfahrung zu sammeln und dann deinen Weg daraus zu schustern und zu gucken, was passt zu dir, was wirkt bei dir. Und in diese Richtung, wo dein Wirkpotenzial ist mit Qigong, in diese Richtung zu gehen. Und dass du als Anfänger erstmal herausfindest, mit Hilfe von Mitschülern und Erfahrungen deiner Mitschüler und mit dem Austausch deiner Mitschüler, und das nennen viele bösartig wieder Bro-Science, weil dann Ältere sagen, du, die 100-Tage-Übung, die habe ich auch schon mal gemacht, die ist genial. Dann machst du die und sagst, nee, finde ich nicht. Das hat mich nur gestresst. Finde ich richtig blöd. Aber der hat gesagt, die ist genial. Dann wissen wir mal wieder einmal mehr, wenn man eine Sache daraus gelernt hat, dann das gleiche Programm und die gleiche Methode nicht von allen gleich wahrgenommen wird. Und das ist okay und gut. Und dass es beim Qigong, im Qigong-Club viel Spielraum gibt, wie dein Weg aussehen kann. Der muss zu dir echt passen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich, ja, auch bis zum gewissen Grad, wenn wir uns in Gruppen treffen, nicht auf Hochindividualität, sondern da wollen wir Teil einer Gruppe sein und diese Gruppenstärke nutzen. Aber es gibt auch wieder diese Zeit, wo wir sagen, nee, ich muss auch als Einzelwesen mit mir zufrieden sein. Ich muss nicht immer nur, also dieses Zwanghafte, ich muss Teil einer Gruppe sein, damit ich was wert bin oder so. Nee, überhaupt nicht. Du bist auch so schon genug, aber darfst dann mit dir, der du genug bist und gut bist, in eine Gruppe gehen und das dann auch nochmal genießen. Aber dann halt auch die anderen viel leichter akzeptieren, annehmen, nicht kritisieren und belehren oder wütend auf die anderen sein, weil du weißt, es ist ein Gentleman Agreement untereinander, dass man sich so sein lässt, wie man ist. Und es muss einem nicht gefallen. Man darf auch sagen, du, gefällt mir nicht, was du machst oder wie du denkst. Aber zu wissen, wow, was ich sage, wird auch einigen nicht gefallen. Und deswegen ein bisschen diplomatischer, ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und nicht immer auf Kampf und Krawall gebürstet und immer, ich muss, meine Meinung ist die richtige, ich muss die gewaltsam durchsetzen oder Menschen verteufeln, die nicht genau die gleiche Meinung wie ich haben. Und genau das machen wir im Qigong-Club. Das heißt, Bro-Science bedeutet ja vom Hörensagen, wir arbeiten viel mit Hörensagen beim Austausch unter Schülern. Aber wir probieren das Ganze halt auch aus. Das heißt, es sollte im Qigong-Club nicht stattfinden, dass mir ein Schüler sagt, du, die Stehübung, die hilft da super gegen.
Und wir dann sagen, ah, das hat der gesagt, hat bei dem geholfen. Und dass wir dann einem anderen erzählen, du solltest mal die Stehübung machen, weil ich habe gehört, ne, dass die gut für dich ist. Dann solltest du die mal machen. Sondern bei uns ist immer der Anfang die Selbstforschung. Bevor wir irgendwelche Tipps geben, was irgendjemand machen sollte oder woran jemand glauben oder nicht glauben sollte, selber ausprobieren, unvoreingenommen oder wenn ich voreingenommen bin, das mit in die Rechnung einzubeziehen und zu sagen, okay, ich probiere es aus, ich bin mir aber bewusst, dass ich sehr voreingenommen bin und ich bin mir bewusst, dass es mir lieber wäre, dass dieses Experiment scheitert. Dass so wissenschaftlich sind wir im Qigong-Club. Dass wir also, bevor wir was erforschen, uns bewusst machen, wollen wir unbedingt, dass das funktioniert? Ist da ein Erfolgsdruck da? Oder muss das funktionieren, weil wir einen Leidensdruck haben? Das ist schon mal echt schwer. Oder wollen wir gar nicht, dass das funktioniert, weil uns gefällt die Übung so schon nicht. Oder der Moment, in dem wir die gelernt haben, das war kein schöner Moment. Deswegen haben wir da schon von vornherein, der Start war schlecht mit der Übung. Mögen wir die einfach nicht, die Übung. Wollen wir die auch nicht machen. Diese beiden Extreme versuchen wir wieder zu vermeiden oder zu sehen. Wir müssen sie nicht mal vermeiden. Nur wir müssen sehen, A, ich bin gerade unter Leidensdruck oder B, also ich will, dass die funktioniert, die muss jetzt funktionieren. Oder B, ich glaube da sowieso nicht dran. Ich werde die jetzt ein paar Mal machen, aber nur um mir selber und allen zu beweisen, wie schwachsinnig das ist. Und dann gibt es natürlich noch die Variante des einfach motiviert Seins und ich glaube dran und super und habe das Vertrauen und Placebo und alles ist da und es funktioniert. Geil, wie geil ist das denn? Und da würde ich auch nicht sagen, von oben herab, ja, du hast dir das Märchen erzählen lassen mit Placebo und allem drum und dran und deswegen hast du jetzt schöne Effekte, schön für dich, aber jeder Mensch, der nicht so dumm ist wie du und sich alles aufschwatzen lässt, der wird davon nicht profitieren können vom Qigong. Das heißt, Qigong hilft nur einer Bevölkerungsgruppe, die besonders dumm, unaufgeklärt und religiös veranlagt ist. So. Und da will ich immer gerne widersprechen und sagen, du kannst mit religiösen Veranlagungen hin oder her, kannst du wunderbar Qigong üben, ohne genauso. Du kannst als Christ, als Muslim, als Jude, als alles, als Atheist, kannst du Qigong üben. Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Du musst dabei nicht an Buddha denken, nicht an Allah, nicht an irgendeine Gottheit. Nochmal, es gibt Qigong-Richtungen, die religiös ausgerichtet sind. Alle Achtung. Wenn dir das wichtig ist, dass das areligiös ist, komm in den Qigong-Club oder such dir eine andere Richtung und frag vorher nach. Würde ich auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich ja tatsächlich ein bisschen über Bro Science gesprochen. So, also ja, ich denke, ich bin damit sogar einigermaßen zufrieden. Wir haben noch hier 2,5 Minuten zum Runterkommen ein bisschen. Also Bro Science abschließend. Wir haben da wieder Extreme gefunden. In uns, außer uns und haben geguckt, wie gehen wir damit um. Das heißt, letztendlich geht es darum, egal ob Bro Science oder nicht, wir landen bei der Selbstforschung. Wir kommen nicht drum herum. Wir können nicht sagen, wir sparen uns die Erfahrung vom Qigong, weil wir die richtigen Studien gelesen haben, sondern wir machen die Erfahrung. Und dazu ist dann Qigong-Meister ein guter da, dass der nicht sagt, du musst ein Leben lang Qigong üben, dann kannst du erst sagen, ob das funktioniert hat. Sondern Korno sagt dir dann, du probierst mal 3 Wochen aus. 3 Wochen. Und in der Zeit frag dich nicht, ob das gut oder schlecht ist oder funktioniert. Mach es. Und nach den 3 Wochen frag dich, ist was anders oder nicht? Wenn du jetzt dabei bist und sagst, ja, wie jetzt, wo gibt's einen Kurs oder so? Kurs ist schön und gut, aber du kannst direkt jetzt in diesem Augenblick anfangen mit deinem Qigong-Kurs. Und zwar den 5-Tage-Gratis-Kurs. Den gibt's in jedem Link zur Videobeschreibung. Also unter jedem Video gibt es, wenn du es als Podcast hörst, müsstest du mal auf YouTube gehen, da den Podcast oder irgendein Video anklicken und da kommst du zum 5-Tage-Gratiskurs. Bei den ganz alten Videos, da gibt es noch den 15-Tage-Gratiskurs. Der ist aber, ja klar, man kann sagen, mehr wert, aber da machst du jede Übung 3 Tage und da habe ich gemerkt, nach 5-6 Tagen haben alle abgebrochen. Und zwar 3 Tage die Stehübungen hintereinander. Deswegen habe ich aus dem 15-Tage-Kurs einen 5-Tage-Kurs gemacht, damit du überhaupt alle Übungen kennenlernst und nicht bei der Stehübung dann am 3. Tag abbrichst. Das heißt, diese Forschung, die 3 Wochen lang zu machen, das sollte dir zumindest echt einen Eindruck geben, ob das sich lohnt, in diese Richtung weiter zu forschen. Oder auch, dass du sagst, ich will dran glauben, was ist denn daran so schlimm? Dann würde ich sagen, ich unterstütze dich bei deinem Glauben. Glaub an Qigong, es ist eine unheimliche Kraft und nutz alle Placebos, die du hast. Und es ist auch kein Schwachsinn.
Ja, also dieses Vertrauen, diese Offenheit zu haben, das ist wunderbar. Nutze sie, wenn du sie hast. Aber wenn du so ein kritischer, analytischer Typ bist wie ich, der sich am liebsten gar nichts erzählen lässt, dann brauchst du die lange Lunte und dann musst du das alles in Kleinstarbeit erforschen, wie ich das seit Jahren gemacht habe und immer noch mache. So, in dem Sinne, Bro Science haben wir heute. Yes, ich gebe mir selber erstmal Schulterklopfen, dann pass auf, High Five. Yes. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich rundum zufrieden, denn ich habe es geschafft, diese Folge heute zu machen. Und du warst dabei, live dabei. Wunderbar. Qigong und Bro Science. Bis zum nächsten Mal.